hier wieder als Quotenausländer. Naja, wir haben gerade vorgerechnet bekommen, dass ja der Nikolas der einzige Schweizer hier auf der Bühne ist. Aber das Stroh ist auch sehr schweizerisch, also das passt schon. Ja, einen schönen guten Abend und herzliche Grüße an das Publikum, das wir jetzt gar nicht sehen. Ihr verschwindet hier im, in der Dunkelheit. Aber auch nochmal jetzt an die Zuschauer bei Kaiser TV. Herzlich willkommen. Wir haben heute eine wunderschöne Runde mit dem Andreas Heißler, mit Nikolas Remoldi und mit dem Björn Groß, die ihr jetzt schon alle kennt auf Kaiser TV oder fast alle. Und wir sprechen heute darüber, welche Männer braucht das Land oder auch besser, welche Männer braucht die Krise. Denn es ist vielleicht auch eine Frage, ob wir diese Krise deswegen haben, weil wir Männer es nicht bringen und weil wir es nicht gebracht haben. Ja, natürlich, dieser Abend ist eher in erster Linie einer der Selbstgeißelung der Männer. Ich finde, Männer wurden noch nicht genug gegeißelt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und wenn das so ist, dann sind sie selber schuld. Wir könnten aber auch wirklich fragen, wie das Verhältnis auch zwischen Männern und Frauen sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt hat. Ob wir das jetzt alles abgrasen können in diesem Abend, bleibt fraglich. Aber das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, das vielleicht auch dazu geführt hat, dass wir diese Krise so erlebt haben, wie wir sie erlebt haben. Ich würde vorschlagen, obwohl hier natürlich jeder euch kennt, dass aber für die Zuschauer ihr nochmal ganz kurz zwei, drei Sätze über euch sagt und vielleicht auch, warum dieses Thema für euch von besonderem Interesse ist. Ja, guten Abend, mein Name ist Andreas Heißler, bin Hausarzt in Ebikon bei Luzern und freue mich, dass ich in dieser Runde dabei sein darf. Und ich denke, das Wort Krise trifft es auf den Kopf. Und wer hat die Krise verursacht? Ja, ich glaube, dahinter stecken vor allem die Männer, die Reichen. Und ja, wir müssen uns vernetzen, wir müssen zusammenhalten. Und da kommt es aber dann nicht mehr so aufs Geschlecht an. Und ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn, Mann, ob Frau, spielt keine Rolle. Und ich kann nur für mich sprechen und ich kann nur sagen, hinter jedem starken Mann steckt auch eine starke Frau. Nikolas Remoldi, Co-Präsident der Jugendbewegung Maßvoll, ebenso aus Luzern. Und ich kann mich den Worten von Andreas nur anschließen. Und bei mir sind es nicht nur eine starke Frau, es sind ganz viele starke Frauen, allen voran meine Mutter, die heute auch hier ist. Hoi Mami. Ich bin sehr froh, heute hier in dieser Runde sein zu dürfen, mal unter Männer, über Männer zu sprechen, weil ich denke, es geht heutzutage sehr viel darum, sich selbst sein zu dürfen, gerade in dieser Zeit, wo uns die Freiheiten maximal genommen werden, da wir alle nur noch tun, was uns gesagt werden sollte. Und ich denke, da ist wirklich eine Krise von uns allen, allen voran all jenen, die mitmachen, die nicht sich selbst sind und sprichwörtlich nur, natürlich sind die Frauen auch gemeint, ihren Mann stehen. Insofern, ja, heute sind wir hier, um wirklich zu sagen, ja, es geht um uns alle. Dass wir ehrlich sind, selbstkritisch und uns wirklich mal hinterfragen, was bedeutet es überhaupt, Mann zu sein, was bedeutet es auch, Frau zu sein. Für mich persönlich spielt das Geschlecht absolut keine Rolle, denn der Mensch dahinter zählt. So, ich bin der Björn Adolf Groß, der Sohn meines Vaters und ich bin, glaube ich, hier der Vertreter des modernen, kultivierten Machismus, wenn ich jetzt so meine Vorredner anhöre. Für mich geht es darum, dass der liebe Herrgott den Mann stärker gemacht hat, um die Schwachen zu schützen, um seine Frau und die Kinder zu beschützen, die Alten zu beschützen. Und es gibt so einen schönen Spruch, sagen immer alle, wofür brauchen wir denn Krieger? Und dann haben sie die Kriege abgeschafft. Dann kam der Krieg und alle haben gefragt, wo sind denn die Krieger? Ja, das ist meine Meinung dazu. Also jetzt nur für die Einleitung. Vielen Dank. Ich hatte dieses Thema auch für mich als sehr bedeutend empfunden, weil
in dieser Krise meines Erachtens das gefehlt hat, was vielleicht auch die Männer in früheren Zeiten ausgemacht hat, nämlich das Nein sagen, Widerstand leisten, und zwar auf eine besondere Art oder auf die Art, die der Männlichen vielleicht eher liegt, die der Pose und des Rebellentums. Nikolas, du weißt sicher, wovon ich spreche. Das ist eine sehr schöne Pose und eine sehr symbolische. Und in dieser Symbolträchtigkeit liegt eben auch ein großer Wert und eine große Kraft. Frauen können genauso gut Nein sagen, vielleicht sogar noch besser, und Widerstand leisten, aber vielleicht nicht mit dieser doch etwas großmannssüchtigen Pose, die aber, wie gesagt, auch wenn es solche politischen Ebenen und gesellschaftlichen Ebenen betrifft, wirklich mal auch wieder an die Oberfläche treten darf, wo eben auch das Männliche an sich auch mal sich zeigen darf und auch so mit stolz geschwellter Brust. Und ich bin immer noch stark ergriffen erstmal von meiner schweizerischen Initiation hier eben, dass ich mit bei den Trichlern hier mittricheln durfte, und auch noch eben zum anderen von diesem starken Gefühl dieses Widerstandes. Es hat für mich irgendetwas Widerständiges, dass da in dieser auch traditionellen, in diesem traditionellen Ritual lag. Ist für euch dieses wirklich auch als Mann so nach außen gehen und vielleicht auch etwas mehr zeigen können, ist das für euch ein positiver Wert, gerade in dieser Krise? Ja, es gehört dazu. Wir hatten ja das Thema von alleine stehen können. Also für mich ist eine mögliche Definition eines stabilen Mannes, er kann alleine stehen. Sein Wort steht für etwas. Er hält sein Wort, er hält seine Position, er verteidigt seinen Hof und seine Werte. Und dafür brauchst du die Pose. Also das... Du glaubst gar nicht, wie kraftvoll die nonverbale Kommunikation ist, wenn du dich eben in deiner Größe zeigst, vor allem in Konfliktsituationen. Und das ist unglaublich deeskalierend für alle, die glauben, sie können auch die Pose machen. Wenn du aber so geerdet bist, dann ist dein Herz 100-mal größer als der es nur manipuliert anwendet. Und das ist für mich wirklich verbundene Männlichkeit. Also nicht irgendwie blind oder für irgendwas, sondern für das Einstehen, was dich wirklich ausmacht. Ja, also eben für Frau, für Kind, für Hof, für die Älteren und für deine Werte. Ja, und ich denke, hier spielt es ganz eine Rolle, dass der Mann selbst, ob er jetzt rosa Hemden anhat oder vollgepumpte Muskeln, spielt absolut keine Rolle hier. Ich habe größten Respekt vor allen, die hinstehen, ob Mann oder Frau, die sagen, das ist meine Linie, bis hierhin und nicht weiter. Wir haben das bei gewissen Demonstrationen gesehen, in Ara beispielsweise, da waren wir angekesselt von der Polizei, und da sind wir auch dahingestanden und sind uns den Mann gestanden, sind nicht gewichen, obwohl die Staatsmacht alles versuchte, uns weichen zu lassen. Wir haben unsere Position gehalten. Und ich denke, das ist das ganz Entscheidende, dass jeder Mensch hier so steht und so kämpft und das tut im Leben, wofür er oder sie auch steht, und nicht weicht und dann nach einem langen, fröhlichen Leben in Freiheit zurückschaut und sagen kann, ich bin zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Ja, ich glaube, wir als Männer, wir haben die Aufgabe, jetzt dazustehen als Fels in der Brandung und Halt zu geben. Und ich bekomme immer wieder die Rückmeldung, das, was ich mache, was für mich eigentlich völlig selbstverständlich ist, gibt vielen Menschen Mut. Und das, finde ich, ist total wichtig für mich. Und jemand hat mal über mich gesagt, ein Mann mit Herz, Hirn und Eiern. Ja. Der Dani war es, ne? Sonst natürlich. Ja, und ich habe auch schon viele Frauen mit wahnsinnigen Eiern erlebt. Also ich meine jetzt nicht als Arzt, sondern im Widerstand, ja, wo ich sagen muss, wow, was für mutige Frauen, alleinerziehend, ziehen keine Maske an am Arbeitsplatz, verlieren ihren Job, organisieren noch eine Kundgebung so zwischendurch. Also da muss ich einfach sagen, da bin ich eine Memme. Und trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, ja, Haltung zu bewahren. Das kann dann als Pose interpretiert werden. Das ist vielleicht auch manchmal nicht
so, dass man dann immer uneitel ist, das ist ganz klar. Aber ich finde, es gehört mit dazu, weil, wie du sagst, Björn, die nonverbale Kommunikation spielt auch eine große Rolle. Und allein das Dastehen, das Dasein kann Halt geben. Und ich glaube, da sind wir Männer schon prädestiniert. Wir sind einfach dann doch oft mal einen Kopf größer und es ist dann einfach so. Und die Rübe müssen wir hinhalten. Und aus dem heraus ergibt sich dann, ja, dass wir wieder über Freiheit reden können und über Freiheit nachdenken dürfen. Und dafür lohnt es sich allemal dazustehen. Wenn ich das gerade noch ergänzen darf, also einfach so als Gedankenanekdote. Stellt euch vor, ihr seid irgendwie in einem wilden Camplager mit eurer Liebsten oder daheim und ihr spürt wirklich beide, da ist jetzt eine Bedrohung. Sagt der Mann zu seiner Frau, Schatz, kannst du bitte mal schauen? Also, darum geht's. Und ein großes Thema ist ja auch, dass die Männlichkeit jetzt über Jahre und Jahrzehnte diskreditiert wurde. In all seinen Facetten. Und die Zuspitzung des Ganzen sehen wir jetzt an diesem ganzen Gender-Wahnsinn, LGBT-Plus-Pseudotoleranz. Ich meine, was jeder privat macht, kann er doch privat so machen. Wenn beide das frei wollen, ist überhaupt kein Thema. Aber dass wir quasi vom System zwangskastriert und umgeschwuchtelt werden, also 95% der Gesellschaft oder 90 oder 80, whatever. Nein, die sind ganz normal. Ja, und diese Verkehrung von Normalität, nee, und wir müssen jetzt alle super tolerant und so. Nein, Blödsinn. Und das merkst du ja auch bei den Demos. Diese CSD-Geschichte darf stattfinden, Tag vor, Tag nachher läufst du mit dem Grundgesetz rum, wirst du niedergeknüppelt. Das kann einfach nicht wahr sein. Und das haben sie vom System her angelegt, weil Männer die natürliche Schutzfunktion vom Schöpfer sind für solche Situationen. Und die größte Angst, die das System hat, sind geschlossene Männerbünde, die wissen, wofür sie einstehen. Können wir heute noch einen gründen hier. Gut, ich fühle mich jetzt noch nicht verschwuchtelt oder zwangs... Was hast du, kastriert? Aber vielleicht bin ich das sogar schon so und ich merke das deswegen nicht. Aber ich muss ja auch gestehen, dass wir, so wie wir hier reden und wir reden über Männer und Männlichkeit, ja auch schon ein ganz anderes Mannsbild abgeben als noch unsere Väter oder vor allem Vorväter oder vor 100 Jahren. Da hat sich doch schon einiges geändert. Ich würde sagen, schon auch zum Positiven hin, wenn der Andreas... ohne sich einen Zacken aus der Krone zu brechen, sagen kann, und jeder anständige Mann kann das heute, es gibt so viele Frauen, dagegen bin ich eine Memme, das ist etwas, was man vor 50 Jahren noch nicht hätte sagen können. Und glaube ich, das ist schon auch eine Entwicklung, die sehr viel Positives mit sich gebracht hat, dass hier auch so ein übertriebenes tatsächlich Männlichkeitsbild doch abgelöst worden ist. Aber wir müssen, da bin ich mit dir einer Meinung, aufpassen, dass das nicht eben in die Richtung geht, jedes Männlichkeitsideal auch per se zu verteufeln. Und eben genau dieses Mutige, was das Männliche als Schützerfunktion auch ausmacht, als toxisch anzusehen. Und gehen wir einfach noch weiter zurück. Du hast jetzt von vor 50 Jahren gesprochen. Und das, was du vorhin meintest, ist natürlich die Zuwächse, ne? der männlichen Elite, jetzt auch im digital finanziellen Komplex, was die, ne? Und das sind hauptsächlich Männer, die aber auch ganz bewusst diesen falschen Feminismus reingebracht haben. Und schau dir doch die ganzen alleinerziehenden Mütter an. Ja, das sind jene, die sich jetzt in die letzten 18 Monate an Männer wie uns gewandt haben, weil wir dastehen können in ihrer Verzweiflung. Und dann merkst du doch deine gottgegebene Aufgabe. Und wenn wir jetzt eben zurückgehen, anstatt nur 50 Jahre, gehen wir zurück ins 7. Jahrhundert bei den Wikingern. Da gab es die Schildmaids. Ja, das waren Kämpferinnen, davor hatten wir Amazonen, ja, und das sind auch die Frauen, die ich erlebe. Ich diskreditiere keine einzige Frau, wenn ich doch nur über mein Mannsein rede. Und diese politische Korrektness, dass, wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben ein Männerthema, direkt als frauenfeindlich abgetan werden, dann sehen wir doch nur, in was für einer pervertierten Welt wir leben. Und das meine ich einfach. Und dafür braucht es natürlich ein Gegengewicht. Das hatten wir vorhin mit dem, du brauchst kurz die Parallelgesellschaft, ja, um dieses Gegengewicht zu bilden. Und
Das Gegengewicht muss aber immer die Einheit im Auge haben. Und das ist die gottgegebene Aufgabe, die ich für mich als Mann definiere, die Einheit zu wahren und die Schwachen zu schützen. Persönlich habe ich mir noch nie überlegt, bis zum heutigen Tag, ja, was bedeutet es überhaupt, Mann zu sein? Das war mir bis jetzt eigentlich immer ziemlich egal, weil für mich persönlich, ob ein Mann jetzt lockierte Fingernägel hat und einen Rock anzieht, ich finde das toll. Soll jeder so leben, wie er sein möchte. Und ich finde das sehr gut, dass wir in der heutigen Zeit uns verabschiedet haben von diesem Schubladendenken immer mehr, dass ein Mann so aussehen muss, Militär gemacht haben muss oder was auch immer. Dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, wo ob Mann, ob Frau, immer mehr der Mensch so leben kann, wie er das möchte, und dass man auch diese Anspruchshaltung, ja, der Mann muss das tun, er muss so sein, darf gar keine Gefühle zeigen, keinen Moment der Schwäche und dergleichen, das ist völlig veraltet, und von diesem Denken kommen immer mehr weg, und das freut mich sehr, auch mal eine Träne runterkullern zu lassen, unbedingt, das gehört auch dazu, und ich finde, das ist genau die Stärke, die auch ein Mann haben muss und haben darf, und auch so soll es sein, jeder so wie er ist, und ich denke, das macht es wirklich aus, dass man den Mann so akzeptiert, wie er ist, und ihn nicht versucht, in Schubladen zu pressen. Wir könnten ja auch den Spieß umdrehen und ja, ich erinnere an die Hosenanzüge von Frau Merkel zum Beispiel, ja, der Raute des Todes. Wie sieht es bei den Frauen aus, oder? Warum müssen die immer männlicher werden? Und wo die Macht ist, ist der Mann sozusagen. Und sei es, wenn es die Frau ist. Und so androgyn sozusagen, also so halb Mann, halb Weib. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns mit Respekt begegnen, sowieso im Zwischenmenschlichen, aber auch jetzt von Mann zu Frau und in der Partnerschaft. Und wenn man das erleben darf und an einem Strang zieht, so wie ich das jetzt auch erleben darf die letzten 18 Monate, wo ich tatsächlich zum Mann geworden bin und zur Wildsau zum Teil. Meine Frau hat mich wirklich nicht mehr gekannt. Die hat jemand anderen vor sich gehabt und sie hat den Wandel mit mir mitgemacht und unterstützt mich total. Und dafür bin ich unheimlich dankbar, und deswegen habe ich das vorhin auch gesagt, das ist nicht nur so ein Spruch, sondern das ist das, was ich erleben darf, und wir müssen ja dann auch eben über Spaltung reden, und weil das jetzt heute passiert, auch in Ehen, und ich glaube, das ist so eminent wichtig, dass Spaltung überwunden werden kann und Spaltung erst gar nicht auftritt, und man versucht es mit uns, und ob Mann, ob Weib, wir dürfen uns nicht spalten lassen. Du hast eben davon gesprochen, dass die Krise auch von Männern geschaffen ist oder vor allem von Männern geschaffen worden ist. Zum einen von schwachen Männern, die es mit sich machen lassen und die dagegen nicht aufstehen, aber eben auch von Männern, die das Ganze für sich ausnutzen und vielleicht auch sogar mit einem gewissen männlichen Prinzip an die Welt und an die Phänomene jetzt zum Beispiel von Krankheit herangehen, dass sie nämlich sagen, wir können das alles beherrschen. Also man kann da zum Beispiel von einem männlichen Prinzip sprechen, dass so eine sehr kalte, instrumentelle Vernunft auch mit dieser Vernunft auf die Welt blickt und mit einem Kontrollwahn letztendlich versucht, alles Mögliche mit der Wissenschaft zum Beispiel nicht nur zu beschreiben, sondern auch zu begründen. Und es gibt Feministinnen, die darin so das männliche Prinzip sehen, das aber jetzt auch an seine Erschöpfung, also er ist erschöpft, aber er ist auch gleichzeitig erschöpft, gekommen ist, sodass jetzt vielleicht sogar das weibliche Prinzip auch von Männern stärker noch entdeckt werden sollte, dass vielleicht eher ein, ich kann das jetzt nur aus Büchern lesen, ich kenne das selber nicht, aber ein Machen lassen oder ein Geschehen lassen oder ein die Natur geschehen lassen und auch sich in diese Natur einfinden ist. Ist das für euch auch manchmal etwas, wo ihr sagt, ich möchte auch manchmal von diesem vielleicht übertrieben männlichen Machergedanken, ich muss hier auch nicht nur schützen, sondern ich muss aufbauen, ich muss erobern, davon auch mal zurückzugehen und zu sagen, ich kann auch einfach mal die Natur walten lassen und vielleicht eher dieses weibliche Prinzip auch, ja, umarmen.
Sorry für das philosophische Geschwurbel am späten Abend. Da stoßen wir Normalsterblichen natürlich an unsere Grenzen. Aber ich versuche, deine Gedankengänge mitzugehen bis in die letzte Hirnwindung hinein. Und ich glaube, es ist auf keinen Fall ein Fehler, sich der Natur zuzuwenden und auch dann auch mal ja, sich zu entspannen und so sein, wie man ist und zur Ruhe kommen. Und ich glaube, wir Männer müssen auch nicht immer alles richten und alles machen. Und wir müssen dem anderen auch Raum geben. Und ja, die Natur zeigt uns auch oftmals, wie sowas funktioniert. Und ich glaube, wir haben alle verlernt, darauf zu achten. Und zurück zur Natur, das könnte uns Männern auch anstehen. Wir sind immer in der Technik zu Hause und brauchen das größte Handy, um die Kleinheit unseres Geschlechtsorgans zu übertünchen. Aber wir sollten wirklich wieder zurück zur Natur kommen. Wunderschöne Brücke, die sich auch mit allem, was ich vertrete, deckt. Also wirklich den Ursprung zu menschlicher Kunst- und Kulturentwicklung. Das ist für mich die Antwort auf alle Fragen, aber auch damals schon das Resultat meiner Ausarbeitung von dem Buch von Klaus Schwab, die vierte industrielle Revolution, weil er den menschlichen Aspekt komplett außen vor gelassen hat. Und du, Gunnar, hast gerade von Kontrolle und Vertrauen gesprochen. Das sind zwei unterschiedliche Partizipationen, die können nicht gleichzeitig laufen. Ja, also entweder ich bin in Kontrolle oder ich bin im Vertrauen. Und da sind wir auch bei diesem ganzen New Work-Thema. Und deswegen sprach ich auch vorhin von dem verbundenen Mann. Beim Yoga zum Beispiel haben wir Männerzirkel und Frauenzirkel. Die Männerzirkel, da geht es wirklich um Distanz, auch Aggression, Stand zu halten. Du schreist dir, du hast zwar so eine Trennlinie, aber du schreist dir wirklich ins Gesicht mit all deiner archaischen Wut, damit du das mal wieder spürst. Und du sprichst aber auch darüber. Also es ist sehr psychologisch, das Ganze. Und dann kommt aber das Highlight. Die Männerkreise werden mit den Frauenkreisen zusammengeführt. Die Frauen sind ganz weich und wir standen dann zum Beispiel auch immer so davor und konnten dann sehen, wie der Frauenkreis beendet wird. Und die waren ganz sanft zueinander. Die haben ganz andere Sachen gemacht als wir. Und dann sind wir da reingelaufen, mussten die Augen geschlossen halten. Wir wurden von den Frauen wirklich wie bei so einem Tipi-Stamm, wie beim Indianerstamm gestreichelt. Und dann haben wir aber die Schutzfunktion eingenommen, unsere Arme automatisch gehoben. Das war nicht angeleitet. Ein Kreis gebildet um die Frauen und sie saßen dann alle da und die Frauen haben mehrheitlich angefangen zu weinen. Und danach wurde miteinander wirklich eine körperliche Nähe ausgetauscht, die nichts mit Sexualität zu tun hatte. Und der verbundene Mann nutzt die Macht nicht aus. Er kann Schutz geben, er kann auch charmant sein, ohne übergriffig zu werden. Er braucht das nicht. Ja? Und das ist für mich die Definition eines modernen Mannes, beziehungsweise der eigentlichen Männlichkeit. Und da passt auch die ganze Vielfalt rein. Es gibt Männer, die sind halt eher philosophisch angehaucht, da ist das die Feder, das Schwert. Und es gibt andere, die sind halt, die können das nicht und sagen ihrer Frau, du musst spüren, was ich dir gerade sagen will. Mein Herz, du musst das spüren. Ich kann das nicht, was du in irgendwelchen Filmen da siehst. Ja, aber ich liebe dich, so ungefähr. Aber sie kriegen dieses Wort, ich liebe dich nicht über die Lippen. Und wenn du das schaffst, einfach dazustehen, zu dir selber zu stehen, auch zu verstehen, was für ein Leben hat mein Vater gemacht, wie wurde er von seinem Großvater geprägt, was waren das für Zeiten und sonst was, dann kommst du in eine ungeheure Kraft und du kannst dich mit deinen Ahnen verbinden. Und wenn du deine Ahnen spürst, kann dir als Mann nichts und niemand mehr Angst machen, weil Tapferkeit Teil der Männlichkeit ist. Und wir werden ja aus dem Fleisch der Frauen geboren. Wir werden mit ihrem Blut gesegnet, ja, um auf die Welt zu kommen. Aber Tapferkeit und der Schutz und auch dieses, ne, das, was den Mann ausmacht, das zu leben, ohne eben das zu missbrauchen, weil aus großer Macht folgt große Verantwortung. Du hast vom verbundenen Mann gesprochen und eben gar auch schon die Rede von Männerbünden. Und ich stelle mir jetzt die Frage, ob uns so etwas, ja, so etwas fehlt uns sicherlich, aber können wir das durch Rituale auch wieder, das hat jetzt gerade auch so angeklungen, wieder leisten? Also
wir sind auch sehr wenig in Kontakt nur mit Männern. Ne? Das hat gab es früher gegeben. Ich war gestern in Schafisheim, das ist bei Seon, und dort waren wir in einem Restaurant und es war ein Plakat, ein Poster mit allen Turnvereinsmitgliedern des Turnvereins Schafisheim, und das waren alles Männer, und die sahen auch alle sehr gleich aus. Sie hießen auch alle gleich. Es gab nur drei Nachnamen bei diesen 28 Leuten, die da drauf waren. Aber es war doch eine sehr starke traditionelle Linie zu spüren. Die hieß dann auch Ernst Baumann der Dritte, Ernst Baumann der Vierte und so weiter. Aber auch in diesem Turnverein hatten sie natürlich auch das, was man vielleicht heute sagen würde, ein Safe Space für Männer. Brauchen wir wieder diese Orte und diese Gruppen und diese Rituale dafür? Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade schon wieder das Mic nehme. Definitiv, weil es uns ja weggenommen wurde. Und es wurde auch stellenweise wirklich verteufelt. Wichtig ist natürlich, dass diese Männerbünde nicht jetzt wie die althergebrachten Studentenverbindungen zum Beispiel funktionieren, weil die auch komplett fehlgeleitet sind. Sondern wirklich, also wie ich es im Yoga gelernt habe, mit diesen Männerkreisen, dass du wirklich in die Psychologie des Mannes, die Emotionen des Mannes sind ganz andere als die, die eine Frau hat. Und nur durch das Erfahren und Verstehen kannst du doch erst lenken. Wie willst du das machen? Und ansonsten haben wir eben Probleme mit einer untersteigerten Männlichkeit oder einer übersteigerten Männlichkeit. Trotzdem sind beide von Haus aus suizidär veranlagt. Ja, weil ihnen was fehlt. Du musst in deiner Mitte sein, du musst in deiner Kraft sein, du musst die Dinge, die um dich herum geschehen, beherrschen, ohne dich von ihnen beherrschen zu lassen. Und Frauen sind da viel mehr im Fluss, sind eben das Omega. Und wenn du das eben umdrehst, ist das ja wie eine Vase. Frauen lassen wachsen. Männer sind dieses Zielstrebige. Und aus der Verbindung von beiden, ich kann doch nur mit dem anderen in ein ehrliches Gespräch treten, wenn ich selber eine eigene Meinung habe. Wenn ich selber etwas bin, ein Gegengewicht, ein Pol. Und aus den Polaritäten selber entsteht die Kupferspule des Lebens. Und das ist dieses Zurück zum Naturprinzip. Ja, völlig einverstanden, Björn. Weil wenn wir uns heute anschauen, unsere Bürgerrechtsbewegung hier, was mir besonders Freude macht und ich dankbar bin, sind die unzähligen Frauen hier, die nonstop kämpfen, noch viel härter, noch viel engagierter sind, als es ich persönlich das bin. Und ich muss wirklich sagen, noch keine Revolution wurde ohne die Frauen gewonnen. Und dann tut es mir weh, wenn ich in den Nahen Osten schaue, bei den Taliban, wo jetzt die Plakate von den Frauen wieder runtergerissen werden, Frauen wieder massivst unterdrückt, schauen den Nahen Osten an, wie er war, der Irak vor 30, 40 Jahren, 50 Jahren, wie es heute ist, da ist immer der Mann, der unterdrückt. Wir haben es hier bei unserer Politik, es sind wiederum Männer, die komischen Prinzipien nachrennen, die totale Kontrolle über alles haben wollen, einfach nur toxisch. Und ich finde das besonders gefährlich hier. Und hier fehlt wirklich das Weibliche in der Politik, weil die Politik, die wir heute haben, die ist einfach nur herzlos und antisozial. Ja, man kann ja auch überlegen, was passiert im Moment, und die Entwicklung geht ja in eine Richtung, wo sich ja die Schlinge immer enger um uns zieht, oder? Und es geht um unsere Existenz. Und was passiert, wenn es dazu kommt oder wenn es droht, dass man die Existenz verliert? Und was ist dann unsere Rolle und was ist unsere Aufgabe als Männer? Wie sollen wir uns da verhalten? Und ist es für uns Männer dann noch viel schlimmer, vom Gefühl her, wenn sowas passiert, als für Frauen? Und wie reagiert der Einzelne? Und ich spüre halt einfach, wie in der Gesellschaft, so in der Schweiz sicher noch latent, aber doch immer mehr auch aus der Frustration heraus eine Aggression entsteht. Ich merke das auch bei mir selber, dass ich plötzlich Gedanken habe, die ich jetzt vor anderthalb Jahren nicht so hatte. Dass man am liebsten mal, ja, je nachdem, wie man vor sich sieht, was macht, wo man denkt, ja, bin ich jetzt schon völlig enthemmt, oder? Und
Eben, man hat mir ja meine Praxisbewilligung weggenommen und damit quasi auch meine Lebensgrundlage für eine Zeit lang. Und ja, in der Situation die Ruhe zu bewahren, ist nicht ganz einfach. Und ja, da kann man nicht die Kettensäge aus dem Keller holen und dann durch die Straßen laufen, sondern muss sich überlegen, wie kann ich konstruktiv bleiben, wie kann ich in der Mitte bleiben und trotzdem kämpferisch und nicht einfach das nur hinnehmen, weil das, was uns allen passiert, das ist ja die größte Ungerechtigkeit, die man sich nur vorstellen kann. Und ich glaube, gerade in der Situation sind wir Männer besonders gefördert. Schöne Brücke zu einem ganz elementaren Punkt, männliche Emotionen. Und es geht ja auch nicht darum, dass man dann ausbricht, weil man es noch nie erlebt hat und plötzlich so viel Ungerechtigkeit passiert, sondern dass du deine Männlichkeit, dass du deine Stabilität auf verschiedenste Arten und Weisen immer wieder auch lernst zu trainieren, zu regulieren und durch gute Männerfreundschaften, das ist ja auch das, ich meine, das machen die Frauen doch genauso. Ja, dann suchst du dir einen gleichgeschlechtlichen Gesprächspartner, jemand, wo du das Gefühl hast, er versteht mich. Ja, und gleichzeitig hat er noch die Kapazität, wirklich sich den ganzen Schmarrn auch mal anzuhören, ne? So ungefiltert. Und von Männern, auch für junge Männer ganz wichtig, du brauchst doch Männer, um zu lernen, was es bedeutet, Mann zu sein. Und wenn du da die falschen Lehrmeister hast, dann denkst du, ah ja, und ich muss so sein und stark und nur Geld und eben dickes Handy, dicke Karre. Ne? Nein, sorry, das ist nicht ein echter verbundener Mann. Ein echter verbundener Mann, der übersteht solche Momente, und wenn der Moment kommt, ist eine Backpfeife mehr wert als ein Sturmgewehr, aber das sitzt. So, das ist der eine Moment, wo du genau weißt und in Kontrolle deine Macht ausübst. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das sind für mich stabile Männer. Und das ist für mich was ich in der Schweiz unglaublich stark erlebe. Wir haben hier noch stabile Männer, die zusammenstehen. Und die wissen, dass wenn die, also Situationen von Altdorf, Aarau, Schaffhausen und sonst was, ja, da gehen die Männer nach vorne. Und zwar, da müssen nicht die Frauen, die gehen mal nach vorne, sondern sie spüren es. Sie spüren den Ruf. Und das ist was so Schönes, dass die Menschen und vor allem eben die Männer hier noch Männer sind. No better males. Ja, auch eine schöne Brücke zu dem Thema, das mir, seitdem du das eben genannt hast, auf den Nägeln brennt, nämlich die Aussöhnung mit dem Vater. Du hast das eben schon so angesprochen, dass vielleicht eben auch wir ja das nicht gelernt haben, so pauschal gesagt, für eine Generation. Was ist denn überhaupt dann meine männliche Rolle und meine männliche Aufgabe? Und wir vielleicht auch in einem Ressentiment mit dem eigenen Vater sind, dass er vielleicht nicht da war oder das nicht beibringen konnte oder es übertrieben hat oder wie das individuell dann auch ist. Aber ich glaube, wenn wir das, was du jetzt eben angedeutet hast, dass es eine Selbstverständlichkeit von Männern gibt, die zusammenstehen, die gemeinsam aufstehen und sich dann auch gegen eine Gefahr auflehnen, wenn es das geben soll, dann müssen wir das auch dann unseren Kindern, unseren Söhnen auch beibringen. Und das können wir, glaube ich, nur über diese Aussöhnung mit den Vätern. Wie könnte das eurer Meinung, das ist jetzt eine sehr pauschale Frage, aber vielleicht könnt ihr da auch ins Persönliche gehen, aber wie kann man das für sich selber bewerkstelligen, sich da eben auch in dieser Linie zu sehen, die du eben genannt hast, der Tradition, meine Vorväter, mein eigener Vater und ich dann selber auch als Vater vielleicht eines Sohnes? Ich nehme noch mal kurz das Mic, weil das eine super Brücke ist zu dem, was du vorhin gesagt hast. Männer zeigen eben Gefühle im Sinne von Weinen, Trauer, ne, ganz weich, verletzlich sein, Schwäche. Wir hatten ja die Situation nach dem, also zum einen durch den Zweiten Weltkrieg und dann danach, dass wir eine Situation hatten, wo Männer diese Belastung und dieses Fehlen des Vaters, auch dem Verlust des Vaters oder auch gegebenenfalls eine berechtigte oder unberechtigte Diskreditierung, so
so gar nicht möglich war. Und das heißt, die haben sich dann eher an materiellen Dingen oder in Bezug auf die Familie orientiert. Aber wirkliche Aufarbeitung im Psychologischen, in der eigenen Klärung meiner Wurzeln, konnte ja so gar nicht stattfinden. Und wie sollten dann unsere Väter, die ja zum Ende Krieg, nach Krieg geboren sind, ich glaube, wir sind ungefähr gleich alt, konnte ja so gar nicht stattfinden. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, das für sie zu übernehmen, das zu sehen, ohne dass sie es sagen können. Deswegen meinte ich ja vorhin das Beispiel, wenn ein Mann nicht in der Lage ist, seine Gefühle auszudrücken, aber ganz mit ehrlichen Augen vor dir steht. So, wir kennen dieses weiche Prinzip. Wir haben uns, ne? So. Und jetzt geht's aber darum, dass wir auch zurück zu unserer eigenen Männlichkeit finden und darüber das Verständnis und den Frieden zu unseren Vätern, Großvätern und Vorvätern finden, die eine ganz andere Lebenswirklichkeit hatten, was von ihnen als Mann abverlangt wurde und auch stellenweise systemisch missbraucht wurde. Ja, ich werde auch immer wieder gefragt oder mache mir selber die Gedanken, das kommt natürlich, wenn man eigentlich in einem Land ist, wo man sich wahnsinnig wohlfühlt, wo man gern hingekommen ist, aber man ist halt nicht hier geboren und nicht hier aufgewachsen, was sich ja auch in der Sprache, im Dialekt sofort bemerkbar macht. Und dann kommt immer die Frage, ja, warum sind das die Deutschen, die jetzt auch in der Schweiz aufstehen? Sind wir nicht die Einzigen, aber es fällt dann so ein bisschen auf, dass oftmals eben wir da mithelfen können. Ich sehe es so, also nicht, weil wir wieder alles besser wissen, ist ja auch unser Ruf, gell? Aber darum geht es, glaube ich, in dem Fall überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass wir vielleicht das, was du angesprochen hast, über die Generation sowas in uns tragen, was unsere Großväter, zum Teil mein Vater auch, der ist auch im Krieg geboren zumindest, ist vertrieben worden dann, hautnah miterlebt haben. Mein einer Großvater ist nicht mehr aus dem Krieg zurückgekommen, der ist irgendwo in Russland gefallen. Der andere hat eher eine ruhige Kugel in Norwegen schieben können, der hat einfach Glück gehabt und kam dann irgendwie in Kriegsgefangenschaft und kam dann zurück. Und ich habe mich mit dem Thema einfach von daher immer auseinandergesetzt. Und auch damals waren es ja vor allem die Männer, die am Ruder waren, die Gräueltaten auch verübt haben. Und diese kollektive Schuld, wie es ja auch oft genannt wurde und wird, die ist auf uns Männern auch ein Stück weit übertragen worden. Und wir müssen jetzt dieses Korsett abstreifen und wir erleben ja jetzt auch wieder eine Art von Faschismus. Und jetzt haben wir die große Chance, letztendlich, so sehe ich es auch, das besser zu machen vielleicht als unsere Vorväter. Und von daher, ja, das haben wir uns nicht ausgesucht, das ist über uns gekommen. Aber wir müssen es erst mal wahrnehmen und realisieren. Das fällt ja schon vielen Leuten schwer. Ja, für viele ist das Corona jetzt. Ja, aber das ist es nicht. Und von daher, glaube ich, ist das eine besondere Verpflichtung, die wir haben, auch in der Auseinandersetzung mit dem Vater, mit den Eltern. Und von daher erlebe ich das auch sehr spannend und mir hat es vielleicht auch geholfen, dann über mich selber hinauszuwachsen. Ich denke, dass dieses Lernen, dieses über sich hinauswachsen, jeden Tag an sich zu arbeiten, zu reflektieren, wenn man was Dummes gemacht hat, was Dummes gesagt hat, vielleicht in den Emotionen drin, dass man dann hinsitzt, fragt, ja, was ist wirklich nötig, was habe ich falsch gemacht, dass man daraus lernt. Um das zu können, da zu wachsen, an sich zu arbeiten, ist es meines Erachtens sehr, sehr wichtig zu wissen, woher man kommt. Wer sind die Vorfahren? Was haben sie gemacht? Warum haben sie gedacht und gehandelt, wie sie gedacht und gehandelt haben? Ich persönlich, ich denke, ich bin jetzt sehr stark in die Fußstapfen meines Großvaters getreten, weil er war selbst ein Revolutionär 1956 in Ungarn, hat er gekämpft auf den Straßen in Budapest gegen die Regierung, gegen die Unterdrückung der Kommunisten und ist dann in die Schweiz geflohen. Und ich denke, er wäre stolz, was ich hier heute mache. Und das ist was mir gerade auch... Das ist was, was mir gerade auch im Kopf kam, wo Andreas gesprochen hat, einfach als Frage, als Kontrollfrage auch an sich selber. Wäre mein Vater stolz auf mich? Oder ist mein Vater stolz auf mich? Was würde mein Großvater sagen?
Das würde mein Urgroßvater sagen. Und so weiter. Die Indianer hatten ein wunderschönes Prinzip für alles. Denke 5 Generationen nach hinten und denke 5 Generationen nach vorne. Weil egal, was du tust, sagst und sonst was. Und diese Verbundenheit, ja, und da darf man ruhig in seinem eigenen Geschlecht bleiben, weil es was mit seiner Kernidentität für uns als Männer zu tun hat. Ich liebe meine Mutter ohne Ende, ich liebe die Frauen, ich beschütze sie, ich bin für euch da und so weiter und so fort. Überhaupt kein Thema. Aber wenn es um meine Identität geht, orientiere ich mich an meiner männlichen Linie. Ja, die 5 Generationen nach vorne würde ich jetzt noch gerne gucken, zumindest eine. Wir haben jetzt ja die unglaubliche Möglichkeit und vielleicht ist das sogar auch ein Segen auf eine gewisse perfide Weise, dass wir jetzt mutig sein können. Du hast eben von Faschismus gesprochen, manche zucken da noch zusammen, aber ich bin da durchaus der Meinung, dass wir zumindest einen sehr gefährlichen Weg hin zum Totalitarismus gehen und dass wir jetzt zeigen können, wer wir damals gewesen wären und wo wir damals gestanden hätten und vielleicht noch mit weniger Einsatz sogar. Und wir können jetzt mutig sein und ich glaube, dass der große Vorteil dieser Zeit darin liegt, dass wir in diesem Mut ein Vorbild sein können für auch die jüngere Generation, die ich ja vor allem so lost finde, wie sie sagen würde selber, aber sie würde das eben nicht für sich selber erkennen, weil sie so sehr, und da nehme ich natürlich Anwesende aus, lethargisch vielleicht ist, affirmativ allem gegenüber, eben sich in Wohlverhalten übt und so wenig eben jugendlicher, ja nicht nur Leichtsinn, sondern Rebellentum da rauskommt. In der Schweiz, wie ich das eben gehört habe und mich belehren lassen musste, ist das ja auch anders. Aber was können wir an mutigen Gesten auch, und ich spreche bewusst von Gesten, jetzt hier auch an den Tag legen, damit diese jüngere Generation sieht, oh, man muss nicht alles mit sich machen lassen. Und ich frage euch ganz konkret, was könnte man wirklich für noch weiterhin für mutige Taten jetzt in dieser Zeit tun und welche sollte man auch tun? Welche sind jetzt die wichtigsten? Nun, das ist eine ganz einfache Frage. Es braucht eine einzige mutige Tat, hinzustehen und zu sagen, nein, ich mache da nicht mit. Das ist alles. Einfach nur Nein zu sagen. Gegen die Unterdrückung, gegen all diese Leute, die sagen, ja, zieh jetzt deine Maske an oder sonst was. Nein, es soll jeder frei und selbstbestimmt leben. Und dieser Mut, der bedeutet für mich nicht, hinzustehen und an jeder Demo teilzunehmen. Überhaupt nicht, das fängt im Kleinen schon an. Am Esstisch zu Hause zu sagen, nein, ich sehe das anders. Dass man zu seinen Gedanken steht, zu seinen Überzeugungen, zu seinen Werten. Dass man herausfindet, wo liegen diese und diese eisern vertritt, egal wie der Gegenwind ist. Ich kenne einen Bank, der hat mal gesagt, wer den kalten Wind nicht ertragen kann, hat auf dem Gipfel nichts zu suchen. Und es ist genau das. Egal, was die Welt sagt oder wie einen denkt, das spielt absolut keine Rolle. Wenn man mit sich selbst im Reinen ist, das ist alles Entscheidende auf dieser Welt. Dass man hinstehen kann und sagt, ich bin einverstanden mit dem, was ich tue. Und das ist etwas, das man vorleben kann und meines Erachtens auch sollte, egal was die Konsequenzen sind. Wisst ihr, ich bin vielleicht, keine Ahnung, ob das mit meinem Geschlecht zu tun hat oder nicht, ich habe immer schon mein Ding durchgezogen, bin immer mit dem Kopf durch die Wand, habe da meiner Familie häufig schlaflose Nächte bereitet. Hat immer Stress, sei es mit dem Rektor in der Schule, mit Vorgesetzten etc. Aber ich habe immer mein Ding durchgezogen. Und am Ende des Tages finde ich, das ist genau das, was jeder Mensch tun sollte. Sein Ding durchziehen, komme, was da wolle. Ja, es gibt ja auch einen guten Begriff dafür, finde ich, und das ist ziviler Ungehorsam. Jawohl, Amen. Und das ist genau das, was wir jetzt in der jetzigen Situation brauchen. Und man muss es den Leuten erklären, was damit gemeint ist. Und ich bin ja dafür bestraft worden auch, dass ich halt ziemlich wild Maskenatteste in der Schweiz verschickt habe. Wohlwissend, dass das nicht so klug ist, nein, ist mir auch wieder immer wieder vorgehalten worden. Aber ich glaube, ziviler... Nein, klug ist, was du gemacht hast. Ja, ziviler Ungehorsam richtet sich nicht immer an
was ist klug, und das sollte nicht berechnend sein, sondern das kommt aus dem Herzen. Das kommt dort, wo das Zwerchfell ist. Das ist hier ungefähr, ja. Dort, wo die Griechen auch die Seele vermutet haben, ja. Schizophren heißt ja wörtlich übersetzt gespaltenes Zwerchfell. Also dort, wo die Person sitzt, dort, wo die Persönlichkeit sitzt, oder? Und das spüre ich bei mir ganz deutlich, und es ist ein ganz tolles Gefühl, muss ich sagen. Und ich glaube, wenn es jetzt darum geht, ich bin vorhin auch angesprochen worden, ja, gibt es nicht eine Möglichkeit, so ein Covid-Zertifikat auszustellen? Nein, nein, das meine ich gar nicht lächerlich. Das ist natürlich jetzt ein berechtigter Wunsch, weil mit den Maskenattesten habe ich es ja auch gemacht. Aber mal abgesehen davon, dass ich es da nicht kann, möchte ich es auch nicht, weil jetzt stehen wir am Scheideweg. Alle zusammen als Gesellschaft. Und jetzt braucht es diesen zivilen Ungehorsam, und den sind wir uns selber schuldig. Und deswegen müssen wir ihn ausüben. Und auch hier darf es keine Rolle spielen, was die Konsequenzen sind. Ich selbst habe jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Anzeigen im Hals wegen Verstoß gegen die Covid-Verordnung. Also nicht wenige, ich muss bald vor Gericht, weil ich keine Maske trage, obwohl ich einen Attest habe. Und auch da, ich tue es nicht, weil, ja, geil, noch eine Anzeige, noch ein Verfahren. Nein, überhaupt nicht. Ich kann einfach nicht anders. Ich kann es nicht akzeptieren, unterdrückt zu werden. Das kann ich einfach nicht. Und das geht es hier. Egal, was die Konsequenz ist, mit was sie uns auch immer drohen, uns verleumden, diffamieren, was auch immer. Man geht weiter, man sagt einfach, stopp, ich gehe hier meinen Weg, und von diesem weiche ich nicht ab. Und das geht's hier. Wenn es um sowas Kernidentitäres geht, absolut richtig. Ansonsten, glaube ich, zeichnet uns alle im Widerstand, Männlein wie Weiblein, aus, dass wir noch Kontrollfragen haben, dass wir noch die andere Seite spüren, dass wir noch Brücken bauen und die anderen nur daran interessiert sind, alles wirklich zu pervertieren und auch alle möglichen Brücken zu uns. Wir sind ja so gefährlich, man darf... Ja, also wenn wir uns was 15 Zentimeter ins Gesicht lachen, gibt es einen Zeitungsartikel darüber. Ja, ich meine, ihr lacht nach Urnäsch auf der Demo, wo wir die Polizei und alle gelinkten, ja, weil wir zweimal noch den Demoort gewechselt haben, stand dann im Altboten, Thurgau-Fahne, schwingende Weiber, Frau, sorry, ich meine, es ist Schweizerdeutsch gesagt, ja, und quellfrisch trinkende Männer, die aus 15 Zentimeter sich ins Gesicht lachen und mit quellfrisch ihre Stimmbänder ölen. So, und jetzt kommt noch die Pointe dahinter. Ihr wisst ja, dass ich Miss Thurgau bin, der sich nicht auf seine Männlichkeit reduzieren lässt, weil ich der Einzige an der Demo war mit einer Thurgau-Fahne. Also von wegen Thurgau-Fahnen schwingende Frauen, ja, also... Und ansonsten überlegt euch einfach zum Beispiel das Omega. Das ist in der Psychologie, also es gibt die Alphas, ja, die geben den Takt vor, aber Omega ist immer der Rebell. Das hat auch was Weibliches, weil es was Einfangendes ist. Ja, weil es was Allumfassendes ist und weil nur über das Gegengewicht Einheit erzeugt wird. Ansonsten schaut ja keiner mehr, dass geschaut ist. Niemand lurkt mehr, dass gelurget ist. Und an der Stelle eben auch die Brücke wieder zur Einheit. Und ich weiß, euch war das super wichtig, auch die Frauen zu betonen. Und das war jetzt auch mein Anteil dafür. Und ich möchte trotzdem mit Thukydides enden, der gesagt hat, wer seine Zukunft kennt, sieht der Zukunft gleichermaßen mit Tapferkeit wie mit Gelassenheit entgegen. Und deswegen mein Aufruf an alle Männer, lasst uns zusammenstehen, lasst uns die freie Schweiz verteidigen. Wer sich als Frau willens und in der Lage fühlt, in der ersten Reihe mit uns Seite an Seite zu stehen, sei herzlich willkommen als unsere Schildmaid. Und ansonsten, wir stehen zusammen, liebe Männer, und wir verteidigen das, was uns ausmacht, unsere Heimat. Ja, Palo, du sagst. Ihr wisst das Beste. Ja. Palo, du bist der Beste.
Du bist der Beste. Ja, Schatz. Entschuldigung, er ist außen. Ja, Schatz. Andreas, Nikolas, Björn und vor allem Balu, für eure Beiträge bedanke ich mich sehr und ich finde jetzt kein besseres Stichwort und Schlusswort mehr als das, was ihr hier mit Thukydides und Thoreau zitierend gesagt habt. Und vielleicht auch ein bisschen ist da angeklungen. Hier stehe ich und kann nicht anders. Vielen Dank und vielen Dank an euch. Schön, dass ihr da seid, Männer und Frauen der Schweiz. Und wie habt ihr das eben gerufen? Liberté? Okay, Liberté. Ist aber mal richtig mit Herz. Liberté! 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 Dankeschön. Warst du schon? Ja? Nein. Heide. Weil du warst so gut. Ja, Schatz. Bis der Beste.